Betrachten wir die Einheitskreisscheibe im R2. Wir legen diese Kreisscheibe in ein kartesisches Koordinatensystem. Ja, und Einheitskreisscheibe bedeutet, der Radius ist 1. Wir betrachten all diese Elemente einschließlich den Rand. Der Rand ist mit eingeschlossen in dieser Menge. Also ist das insgesamt eine kompakte Menge im R2. Wir möchten diese kompakte Menge abbilden mit einer linearen Abbildung auf eine Ellipse. Und diese Ellipse ist auch in dem R2. Das heißt, wir müssen hier Y und X stauchen bzw. strecken. Also wir haben einmal hier die Halbachse A und hier die Halbachse B. Dann suchen wir sozusagen eine lineare Abbildung, die, wenn ich diese Menge hier mit K bezeichne, die Menge K, diese kompakte Menge, die eine echte Teilmenge des R2 ist, abbildet auf, naja, auf das Bild von dieser Menge K. Und dieses Bild ist die Ellipse, wo man sieht, die ist wiederum eine echte Teilmenge der Ebene. Ja, konkreter könnte man jetzt angeben, ja, wir bilden die Menge K ab und die kann ich wie folgt formulieren. Das sind alle Ortsvektoren in der Ebene, für die gilt x² plus y² kleiner oder gleich 1. Der Radius von der Einheitskreisscheibe ist 1. Und diese Menge bilden wir auf die Menge der Ortsvektoren ab aus der Ebene, für die gilt ax² plus by² kleiner oder gleich 1. Und diese Menge kann ich auch so schreiben, das sind alle Ortsvektoren, für die gilt x² 1 dividiert durch Wurzel über a zum Quadrat plus y² 1 dividiert Wurzel über b zum Quadrat kleiner oder gleich 1. Ja, hier erkennt man eben schöner die euklidische Normalform einer Ellipse. Ja, also kann die Abbildungsvorschrift f von einem Vektor x in der Ebene nichts anderes sein als eine Diagonalmatrix, die auf den Vektor x wirkt. Und der Vektor x muss aus der Menge k sein. Die Menge K ist eine, ja, echte Teilmenge der Ebene. Wir müssen hier die entsprechenden Werte eintragen, a und b. Und hier jeweils 0. Dass f eine lineare Abbildung ist, weist man leicht nach. Man wähle x plus y mit xy aus der Menge K, beziehungsweise wir müssen uns nicht auf die Menge K beschränken. Beim Nachweis, ob eine Abbildung linear ist, kann man sich jetzt hier auf den gesamten R2 beziehen. Ja, und dann bildet man diese Addition ab und stellt fest, das ist fx plus f von y. Des Weiteren nimmt man dann ein Skalar aus den reellen Körper, aus den Körper der reellen Zahlen und bildet das Vielfache von einem Vektor wieder ab und stellt fest, das ist das Vielfache des Bildes von dem Vektor. Das gilt für diese Diagonalmatrix hier. Der Nachweis ist eine schöne Übung, wie ich finde. Ist nicht besonders schwer. Muss eben konzentriert arbeiten. Ja, und aufgrund dessen, dass die lineare Abbildung hier vorhanden ist, kann man die Flächenformel für die Ellipse über die Maßtheorie gewinnen. Zunächst stellen wir aber fest, die Kreisscheibe ist als kompakte Menge
kompakte Menge K aus R2 Lebesgue messbar. Denn jede kompakte Menge ist Lebesgue messbar. Das heißt, das Lebesgue-Maß von der Menge K, also von dieser Einheitskreisscheibe, ist Pi, weil der Radius eben 1 ist. Und dann folgt daraus unter der Kenntnis, dass F linear ist, dann ist das Lebesgue-Maß vom Bild dieser Kreisscheibe nichts anderes als der Betrag von der Determinante dieser linearen Abbildung multipliziert mit dem Lebesgue-Maß von der Kreisscheibe. So, das hier ist leicht errechnet, denn wir haben hier eine Diagonalmatrix, also muss ich die Hauptdiagonalelemente nur multiplizieren, also habe ich hier tatsächlich a mal b mal pi. Das ist ja wohl die Flächenformel für eine Ellipse. Die Halbachsen werden miteinander multipliziert und schließlich wird dann noch Pi dazu multipliziert. So. Gut.